Schön, dass Sie wieder da sind. Willkommen zurück beim Servus Journal. Viele Überwachungskameras in Österreich filmen illegal. Vor allem Behörden überwachen ihre Gebäude häufig mit Videokameras, ohne diese ausreichend zu kennzeichnen. Genau das schreibt das Gesetz seit einem Jahr aber vor. Eigentlich. Big Brother is watching you. Wie recht George Orwell in seinem Literaturklassiker 1984 hatte, das wird uns tagtäglich vor Augen geführt. 2011 ist es nicht Winston Smith, sondern Bernhard Kadel, der um seine Privatsphäre und die seiner Mitmenschen kämpft. Kritik übt er vor allem an der mangelhaften Kennzeichnung der Kameras. Wenn man durch die Stadt geht, völlig ahnungslos, über Plätze, durch die Gassen, kann es einem jederzeit passieren, dass man von irgendeiner Kamera aufgenommen wird, ohne dass man das bemerkt. Ein Zustand, der juristisch gesehen illegal ist. Laut österreichischem Datenschutzgesetz müssen Hinweisschilder vor Überwachungskameras im öffentlichen und privaten Raum warnen, bevor der Passant in den überwachten Bereich kommt. Am Chiemseehof in Salzburg, beim Landesamtshaus in der Michael-Pacher-Straße oder beim Salzburger Museum ist die Suche nach solchen Warnschildern vergebens. Dass sie unter Beobachtung stehen, ist den Passanten daher nicht klar. Nein. Überhaupt nicht. Also, das ist mir total neu. Seit wann ist die? Eigentlich nicht, aber es ist eh heutzutage normal, dass man überall schon gefilmt wird. Nein, ist mir nicht bewusst. Die aufgezählten Beispiele sind keine Einzelfälle, weiß der Wiener Datenschützer Georg Kainz. Das finden wir überall österreichweit. Wenn ich zum Beispiel zu Hause aus meiner Wohnung rausgehe und aufmerksam am Gehsteig schaue, sehe ich einige Videoüberwachungen, die allesamt nicht gekennzeichnet sind. Ein Zustand, der sich zumindest in Salzburg bald ändern soll. Warum bis jetzt nichts passiert ist, begründet das Land so. Die praktische Umsetzung des Gesetzes sei bisher nicht geklärt gewesen. Bis die Warnschilder endlich kommen, heißt es also weiterhin Augen auf.